Hallo und herzlich willkommen beim Equine Science Talk – Pferdewissenschaft verstehen. Laurin, die Tierärztin bei uns im Bund, wird uns heute die anatomischen Besonderheiten der Tasthaare und warum sie für Pferde unverzichtbar sind, erklären. Ja, generell haben Pferde ja überall Fell, aber auch besondere Haare, und zwar zum Beispiel die Mähne, der Schweif oder der Behang an den Beinen. Diese Haare dienen vor allem zum Schutz vor Schmutz und Insekten. Da muss man sich natürlich überlegen, wenn man Schweif und Mähne irgendwie kürzt oder komplett abschneidet, dass man eine Alternative zum Insektenschutz bietet. Dann gibt es noch etwas speziellere Haare, und zwar die sogenannten Gitterhaare. Die sitzen hier in den Ohren, an den Augen als Wimpern und in den Nasenöffnungen. Diese Haare dienen zum Schutz, dass eben keine Fremdkörper da in die Öffnungen oder ins Auge eindringen können. Und reagieren somit schon etwas sensibler auf Berührungen als die anderen Haare am Körper. Heute wollen wir uns aber mit was ganz Besonderem beschäftigen, und zwar mit den Tasthaaren. Diese Tasthaare verfügen eben über anatomische Besonderheiten, und deswegen möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie überhaupt ein normales Haar aussieht. Das hier ist die Haut mit dem Haar und der Haarwurzel, und außenrum hat man den Haarbalg. So, genau. Diese Tasthaare haben dann die Besonderheit, dass die hier in diesem bindegewebigen Haarbalg Kavernen ausgebildet haben. Und diese Kavernen sind mit Blut gefüllt. Und deswegen nennt sich das Ganze auch Blutsinus. So, malen wir das hier noch schön aus. So, genau, mache ich da mal noch einen. Und da noch einen, damit das auch entsprechend reagieren kann. Ja, so, passt schon, würde ich sagen. Als nächste Besonderheit ist dieses Haar dann länger und fester als andere Haare am Körper. Und deswegen kann es natürlich sehr viel sensibler auf eine Berührung reagieren. Wenn das Pferd also jetzt mit seinem Tasthaar irgendwo dagegen stößt, dann setzt sich dieses Tasthaar in Bewegung. Und diese Bewegung wird dann fortgeleitet über den Haarschaft bis runter in die Haarwurzel. Und diese Schwingungen werden dann weitergegeben an den Blutsinus. Ja, jetzt weiß das Pferd aber trotzdem noch nicht, dass es irgendwo dagegen gelaufen ist. Deswegen ist dieser Haarbalg besonders gut innerviert. Das heißt, da sitzen ganz viele Nerven. So. Und die reagieren auf diese Veränderung im Blutsinus und geben diese Veränderung dann über die Nervenbahnen direkt an das Gehirn weiter, und somit weiß das Pferd, da hat eine Berührung stattgefunden und kann entsprechend reagieren. Ja, wo sitzen diese Haare? Die sitzen ausschließlich am Kopf, und zwar um die Augen herum. Außerdem sitzen diese Tasthaare am Maul. So, sagen viele Leute, oh, das schaut aber nicht schön aus, diese langen, borstigen Haare da unten am Maul. Und ja, rasieren die einfach ab. Fühlt sich ja auch besser an. Nun ist es aber so, dass diese Haare vom Pferd gebraucht werden, und zwar um Abstände besser abschätzen zu können. Außerdem in den Bereichen, wo es durch sein eingeschränktes Sichtfeld nicht hinsehen kann, auch etwas wahrzunehmen. Und natürlich vor allem auch im Dunkeln, oder blinde Pferde benötigen die ganz, ganz dringend. Ja. Daher stellt sich natürlich die Frage, ob man Tasthaare entfernen darf. Laut § 6 Tierschutzgesetz ist es verboten, Körperteile zu amputieren oder Organe zu zerstören. Diese Tasthaare sind aber ein wesentlicher Bestandteil des Tastorgans von Pferden. Und somit muss man diese Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte das Bewusstsein ein wenig schulen und einfach, ja, den Leuten klar machen, wie wichtig doch die Tasthaare für Pferde sind. Vielen Dank.